Ich heiße Sophie Scholl. Und da fängt das Problem auch schon an. Ich sage, ich heiße Sophie Scholl. Kenne den Blick, der folgt. Sage, genau, Sophie Scholl wie Sophie Scholl. Sage ich immer. Und eigentlich macht es mir ja nichts aus. Ich weiß ja, mein Name erzählt eine Geschichte. So ist das. Nicht meine Geschichte. Es ist die Geschichte einer anderen. Name, Sophie Scholl. Und schon ist sie da. Die andere. Etwa verwandt mit der Sophie Scholl? Nein. Aber sicherlich einen Bezug zu? Nein. Es muss doch irgendeinen Nein. Oder vielleicht Nein, ich heiße Sophie Scholl. Mehr nicht? Gleich fängt die Vernehmung an. Ich kenne den Ablauf. Ich war oft genug hier. Aber heute ist alles anders als sonst. Frau Scholl? Ja. Diesmal sitzt der Richter direkt vor mir. Auf beiden Seiten neben ihm die Schöffen, am linken Rand die Staatsanwältin, rechts die Protokollführerin. Frau Scholl? Ja. Schildern Sie uns, was Sie gesehen haben. Auf der Bank neben mir sitzt der Anwalt. Neben dem Anwalt die Angeklagte. Und hinter mir Frau Scholl? Ja. Die Besucherbänke. Natürlich ist der Prozess öffentlich. Ort und Zeit der Verhandlung sind ausgehängt worden. Der Zutritt zur Verhandlung wird allen interessierten Zuschauern gestattet. Die Zulassung von Öffentlichkeit ist ein Grundsatz des Rechtsstaats. Das haben wir gleich zu Beginn des Studiums gelernt. Frau Scholl? Ja? Wie viele Sekunden bleiben mir noch für meine Entscheidung? Die Zeit läuft. Ich sage etwas. Oder ich sage nichts. Auch das Schweigen wäre eine Entscheidung. Die Angeklagte schaut mich an. Ich schaue den Richter an. Aber das hilft mir nichts. Ich weiß ja, dass Frau Mühl schaut. Und hinter mir die Besucherbänke. Voll besetzt. Frau Scholl? Ja? Ich heiße Sophie Scholl. Ja, und? Ein Zufall. Weiter nichts. Frau Scholl, Sie kennen die Quoten. 70% kommen überhaupt nur durch und ein Ergebnis, das die Mühe lohnt, erreichen nicht einmal 20%. Werfen Sie einen Blick auf dieses Blatt. Was sehen Sie? Prüfungsfragen. Wahrscheinlich aus einem der letzten Jahre. Zur Übung. Falsch. Falsch? Was Sie hier sehen und in Händen halten, sind die Aufgaben, die Ihnen bei Ihrer Prüfung gestellt werden. Wie bitte? Donnerstag, 18. Februar 1943. Sophie geht morgens mit ihrem Bruder Hans in die Münchner Universität. Hans trägt einen Koffer. 1000 eng bedruckte Blätter befinden sich darin. Sophie und Hans legen die Blätter in der Universität vor die Hörsäle. Sie legen sie auf Treppen und auf die Balustrade oberhalb des Lichthofes. Niemand hat sie gesehen. Dann rennt Sophie noch einmal zurück zum Lichthof und zur Balustrade. Stößt die Stapel an. Die Blätter schweben durch die Luft. Sind es nicht Flugblätter, Hans? Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt. Fräulein Scholl, Sie könnten unterschreiben, dass Ihr Bruder Sie in dieser Angelegenheit manipuliert und unter Druck gesetzt hat. Dass Ihnen als junger Frau jedes Verständnis für politische Zusammenhänge fehlt. Dass Sie Ihre Handlungsweise inzwischen bereuen. Als Grund für meine Abneigung gegen die Bewegung möchte ich anführen,
dass nach meiner Auffassung die geistige Freiheit in einer Weise eingeschränkt wird, die meinem inneren Wesen widerspricht. Fräulein Scholl, denken Sie doch auch einmal an Ihre Mutter, gleich zwei Ihrer Kinder. Sie kennen meine Angst, Herr Kriminaloberssekretär. Und Sie rechnen sich einen leichten Handel aus. Meine Todesangst sehen Sie im Schweiß auf meiner Stirn und Sie hören sie im Zittern meiner Stimme. Und Sie schachern mit mir um meinen Verrat. Wenn ich Ihr Angebot annehme, Herr Kriminaloberssekretär, und Ihnen und der ganzen Öffentlichkeit meine Reue vorspielte, dann ließen Sie mir vielleicht mein Leben. Was mir dann allerdings fehlte, wäre der aufrechte Gang. Und den brauche ich doch, um durch dieses Leben zu gehen.